Guten Abend, meine Zuschauer. Willkommen zurück. Geht der Magenpokal zurück auf der Nordschleife. Rennen Nummer 2 am heutigen Abend. So, El Poletto ist schon da. The First Cause ist da. Corsi ist da. Corsi ist da und wir warten noch auf den zweiten Fahrer am heutigen Abend. Mit Bert. So. Mit dem Nightbot muss ich heute Abend noch mal schauen, wie ich den anders umstellen kann oder mal ein bisschen sensibler einstellen kann. Es ist keine Absicht. Ja. Danke dir, danke Antonio. Ja, wir müssen hier auch schauen auf GEMA-freie Musik. Du könntest ja so schöne Musik hier einbauen, ne? Aber du darfst alles nicht verwenden. So. Ja, Bert ist online. Einen wunderschönen guten Abend, Bert, auch von meiner Seite aus. So, El Poletto ist schon auf der Strecke. Mit einer Nissan-Lackierung, wie man so schön sagt, nein, eine schwarz-weiß-rot gehaltene Lackierung. Ja, das ist die Präsentationslackierung, die Mike für uns gemacht hatte. Mhm, okay. Von in der Crew. Das wird höchstwahrscheinlich auch, wenn Toni es schaffen sollte, seine Lackierung werden, aber wie gesagt, er muss ja noch gegen mich fahren, da ist noch nichts sicher. Okay. Ja, er ist leider nochmal aufhören gegangen, der Bert. Hoffentlich hat er jetzt keine Probleme. Wenn nicht, muss er nochmal die PS starten. Ja, das ist ja jetzt auch das letzte Duell heute. Da kann man ja ruhig auch mal 2-3-4 Minuten warten. Ich denke mal, er wird auch gleich da sein. Ja. So, Impressive Bildschirm wegen. Werden die Stellen wieder weggestrikt? Ja, das ist ja leider das Problem. Ja, finde ich ein wenig doof, weil man macht ja auch Werbung für den Künstler eigentlich. Ja, Antonio ist schon ganz heiß auf die Lackierung. Mega Props an Steve, an El Poletto, dein Fanclub ist am Schirm. Nee, Impressive, so kannst du es jetzt nicht sagen. Er hat auch eine Chance. Ne? Also er muss schon zeigen, dass er es auch verdient hat, ne? Ja, du brauchst ja auch einen Gegner in der Pro League. Mit dem El Poletto. Also von dem her, mal schauen. Ja, alles gut. Alles gut. Nee, hoffen wir, dass er kommen kann. Ah, jetzt ist er auch auf der Strecke. So. Oh, ein belgischer Kollege. Ja. So. So, haben wir das auch geschafft. So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Belgische Flagge auf dem Dach sehe ich schon mal. Dann bleibt doch mal hier drauf. Auf dem lieben Bert. B-Wine. Auch eine schöne Lackierung, muss man sagen. Ja. So, jetzt starte ich schon mal eben mit dem Würfeln. Mhm. Also der El Poletto, der hat sich die geraden Zahlen gewünscht. Okay. Gucken wir mal eben, ob wir ihn von der Pole starten lassen. Eine 5, ungerade. Also ungerade. Startet Bert von vorne. Bert. Bert. So, die Düse schreibt, El Poletto, Frikadellen kann ich auch wieder messen. Das ist richtig. So. Sollen wir bei Tuben sagen oder bleiben wir bei Bert? Bleiben wir bei Bert. Ist kurz Bert ist einfach, so heißt er ja auch. Genau, okay. So, Jungs, Chris startet gleich das Finale Nummer 3. Sind ja heute beim dritten Event.
Des Ausscheidungskampfes quasi des Duells. Und schauen wir mal. Bin gespannt hier, ob sich El Bulette durchsetzen kann gegen unseren belgischen Kollegen. Wird bestimmt hier richtig heißer Kampf. Kannst du mir was zum Bert sagen? Ich sage, der ist mir so nicht bekannt. Moment. Der ist, glaube ich, von den EGTM. Da fährt er, glaube ich, auch aktiv mit. Also von der Liga, die Minky auch betreut. Okay. Okay. Mal gesehen habe ich ihn so nicht. Ja, im Qualifier Cup ist er ja auch mitgefahren. Aha. Ist nicht unbedingt der langsamste Fahrer. Okay, cool. Also, so, Jungs. El Buletto hat sehr schwer heute. Aha. Dann werden wir mal hier warten. Wie gesagt, dann könnt ihr auf. Vielleicht haben wir mal ein spannenderes Rennen. Ja. Lassen wir mal ein paar Zweikämpfe sehen. Ja, also schaut gut aus. Und dann wünsche ich euch, lieber Livestream, viel, viel Spaß beim dritten Rennen hier auf dem Nürburgring. Oh, Moment, ich muss mich eben wieder deaktivieren, sonst starte ich gleich mit. Das will keiner sehen hier. Ja. So, jetzt aber. So, El Buletto auf der rechten Seite im weißen Fahrzeug gut zu erkennen. Der Bert im schwarzen auf der linken Seite. Das Nachbarschaftsduell hier auf der grünen Hölle. Schönstes Wetter hier, 12 Uhr mittags. Beide lassen die Motoren aufhören und es geht los. Los geht's, grüne Ampel. So, beide relativ gleich weggekommen. Und Bert hat sich an die Spitze schon mal gesetzt, aber El Buletto bleibt hinten ran. Und wie gesagt, schau mal, ich wechsle gleich mal auf El Buletto. Oder? Nein, ist er noch drauf? Ich bleibe noch so drauf. Beide jetzt nebeneinander. Das ist schon die fahren schon. So, jetzt. Augenperspektive und Chris, du darfst. Ja, ich bin jetzt gerade in der Heckansicht von der Tugend, ist aber eigentlich egal, auf welcher Sicht wir gerade sind. Wir sehen, die beiden Fahrzeuge sind super dicht beieinander. Ja. Jetzt wechsle ich nochmal rüber zu El Buletto, natürlich in die Frontansicht. Er fährt wirklich eine ähnliche Linie. Man muss dazu sagen, er ist heute mit seinem Pad unterwegs, im Lenkrad. Ist er deutlich schneller. Das war sehr knapp. Aber das ist auch immer das Problem, das hatte ich ja schon mal angesprochen, wenn die Abstände sehr gering sind mit Windschatten, ist es extrem schwierig bei den Autos dann nicht aufzufahren. Deshalb ist es vielleicht besser jetzt, er hält einen kleinen Abstand zur Sicherheit und versucht einfach nur dran zu bleiben. Und zum Beispiel die Göttinger Höhe ist ja prädestiniert dafür, um am Ende mit Windschatten vorbeizufahren. Ja. Würde ich so machen. Warten wir es ab, wie gesagt, du kannst ja hier auch auf der Nordschleife, jetzt fahren wir auf die Nordschleife, liebe Zuschauer, den anderen auch dermaßen unter Druck setzen und dann hast du enge Kurven, hast auch relativ hohe Curbs, ne, dass du den zum Fehler zwingst natürlich, aber musst ja selber aufpassen, dass du halt selber die Karre nicht wegschmeißt. Aber Abstand ist immer noch zwischen 500 und 700. Also, es ist schon. Ja, dachte ich, schaue mir das Ganze jetzt mal von der Außenperspektive an. Nee, no, ich muss draufbleiben. Jungs, Mädels, ich muss draufbleiben, es geht gar nicht anders, weil so haben wir eigentlich das Beste im Augenblick. So, es hat ein bisschen mit Abstand gewonnen, eine halbe Sekunde, aber er ist ja immer noch im Windschattenbereich. Bringt dir aber eigentlich auf der Nordschleife eigentlich fast gar nichts.
Ne? Weil du ja im Endeffekt kaum Strecke hast. Jetzt hat er, er konnte sich absetzen, wechsle ich mal zum Bad natürlich und geht da mal in die Heckperspektive. Aber Elbow lebt und blutet. Oh, jetzt kommt er wieder an. Siehst du, wie der sich ranbremsen kann? Ja, brutal. Ne, liebe Zuschauer, das ist schon beide durchgekommen. Bis jetzt das engste Duell, was wir bis jetzt hatten. Ja, oh, ich bin mal nass geschwitzt hier. Also, das ist wirklich, wirklich wahnsinnig, was die beiden hatten. Also, es ist schon richtig gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch im zweiten Lauf auch so sein könnte. Dass es hier auf Spitze auf Knopf geht, hier. Wer sich hier durchsetzen kann. Das ist natürlich auch eine Frage der Ehre. Na, jetzt haben wir wieder 800stel Vorsprung, oder? Wie gesagt, nur durch den besseren Start ist im Endeffekt ja jetzt nur vorne, eigentlich. Ja gut, man muss ja auch immer dazu sagen, man weiß ja nicht, wie viel Tempo er jetzt geht. Ja. Ob Bert sagt, okay, ich fahre auch auf Nummer sicher, will das auch nicht wegschmeißen. Mhm. Da bleibt natürlich der Verfolger dran, wenn sie vom Leistungsniveau ähnlich sind. Ja, so sieht es auch schon, sind sie vom Leistungsniveau ähnlich. Und jetzt kommt es jetzt hier, finde ich, jetzt nochmal drauf an, das Entscheidende können die jetzt dann wirklich die Döttinger Höhe, wie sie ihren Flügel eingestellt haben, wie sie das Getriebe eingestellt haben. Das könnte hier sogar der ausschlaggebende Punkt sein. Klar fährt der Bert immer mal wieder auf 1,5 Sekunden weg, aber ich finde, der El Buletto ist auf der Bremse ein bisschen stärker, dass er da immer noch ein Tickchen wieder ranrutschen kann. Mhm. So, lieber Chat, schreibt mal bitte in die Kommentare, fair bewertet natürlich, auch wenn man auf der einen oder anderen Seite ist, wer das Duell heute Abend gewinnt. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Weiß es nicht. Ja, haut mal, lass mal das tun und jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Also Hammer hat hier und er versucht hier anzuklopfen. Natürlich. So, ich gehe noch mal in die Haubenperspektive vom El Buletto. So, und dann das ist richtig geil, was sie da abliefern. Ja. Also klasse Motorsport hier von beiden bis jetzt. Und die fahren beide eigentlich schon gut am Limit, muss ich schon sagen. Ja, also ich muss sagen, mit dem Pad, das macht er auch unheimlich gut. Also ja, das ist... Klar, du siehst, dass er mit dem Pad fährt. Jetzt hat er zu viel Geschwindigkeit rausgenommen. Ja. Ja. Ja, kommen sie gleich durch den Kreisel, durchs... Ja, und da fährt der Bert ein bisschen weit außen. Kann er ein bisschen wieder gut machen, ja. Hat wieder irgendwas gewonnen dadurch, weil er ein bisschen weit oben gefahren ist, der Bert. Und er war ein bisschen zu schnell gewesen, so wie es gesehen hat. Ja, Impressive schreibt auch ein richtig geiles Duell, das ist richtig. Du machst das Kommentieren auch richtig Spaß. Na? Wenn wir auch euch zuschauen, ja, das was Kommentieren bieten. Macht immer Spaß mit dir. Also. Ja, danke. Ebenfalls. Ja, natürlich, aber so ist auch für die Zuschauer natürlich schöner anzuschauen. Aber wie gesagt, man, es ist ja nichts gegen die anderen Fahrer. Aber wie gesagt, der andere fährt vielleicht die Strecke nicht so oft. Aber warten wir mal. Oh, leichter Aussicht von El Buletto hier. Ja, aber alles gut gemacht. Schön vom Gas gegangen, ja. Und das Auto gerade gehalten. Aber so, jetzt, besser kann man's nicht machen. Jetzt muss er schieben. Jetzt muss er anschieben. Jetzt kommt er eh gleich auf der Ringhöhe. Da wird es wahrscheinlich eh nichts und. Ah, vielleicht wird er jetzt nervös. Er könnte nervös sein, so wie es ausschaut hier. Ja, macht noch einen Fehler. Immer auf. Ja, vielleicht ist es auch einfach ein Streckenteil, der ihm nicht so gut tut. Das ist möglich auch, ne? Weil jetzt hat er schon 4 Sekunden Abstand. Oh. Ja, jetzt das hat er sich jetzt. Jetzt hatte ich gedreht. So, ich fang's nochmal in der Wiederholung ein. Ja, aber du hast es vorher schon abgezeichnet gesehen, eigentlich, dass er da etwas nervös ist. Ja, und dann hat das Auto nicht mehr so richtig. Ah, war er zu schnell, war er viel zu schnell. Aber er hat sich nicht gedreht. Das ist der Vorteil. So, meine Kamera zurück ans Kicht geht wieder mal nicht. Ich verstehe das nicht. Ja. Da hat er 7 Sekunden Vorsprung. Und der Bert. Okay, nixig sagt Bert. Okay, in dem Fall jetzt was klar fast. Ja. Und jetzt ist er in Döttinger Höhe. El Buletto nochmal. Oh, Motorschaden, El Buletto. Motorschaden? Motorschaden, El Buletto.
Oh, also die Berührung hätte ich jetzt aber noch nicht eingestuft als Motorschaden verursachen. Das ist natürlich jetzt wirklich Ja. ärgerlich, in der letzten Kurve vor der Döttinger Höhe Ja, das Auto so zu Motorschaden. verlieren. Das ist es jetzt erstmal. Die Replay geht mir auf den Zeiger. Ja, jetzt fährt es natürlich der Bert Sieger nach Hause. Ja, Düse, jetzt wird es natürlich richtig schwer für den Eboletto. Bert fährt jetzt, gibt normales, zieht normal an, hat jetzt 18 Sekunden. Ja, 18, Komma. Musst du mal schauen, genau, was das jetzt für Zeit war. Für Vorsprung. Über 20. Und viel. Ja, das kannst du nur schaffen, wenn der Fehler macht. Bert sein Auto auch verliert Ja. beim zweiten Rennen. 22,163, Chris. 22,163. Ja? Bett vom Tja, das Teufel, ist muss man schade. sagen. Ja, wenn man vom Teufel spricht, ist richtig. Ja, erste Runde ist trotzdem ist krass. Jetzt haben wir natürlich den Wechsel. Geben wir den Jungs noch 2 Minuten Zeit, dass sie sich wieder sammeln können. Weil ich gesagt, weil Boletto Ja, wird jetzt sich, machen El wir die. Boletto wird sich wieder grün und blau ärgern gerade. Ja, kannst ja vielleicht mal kurz in den Chat reinschreiben, dass sie wieder in Autopilot gehen und dann 5 Minuten Pause ist. In der Mache ich. Zeit speichere ich schon mal die Wiederholung. Ja, ist schon, aber war bis jetzt das engste Duell, was wir gehabt haben. Aber auch schade, dass halt dann so, so fahren beide raus, okay, passt. Ja, ich dachte, El Boletto könnte dir eine Nachricht geschrieben haben, richtig? Wie bitte? Hat El Boletto dir eine Nachricht geschrieben? Ich müsste mal kurz gucken. Ja, da ist Tja. jemand angekommen. Ah, hab's nämlich gehört. Habe ich nochmal Er rein? meinte, El Boletto meinte, dass er etwas am Laggen war. Nö. Aber konnten wir im Stream nicht sehen. Nee. Geschrieben. Er ist neu, ist ja kein Thema. Für alle hier, wie gesagt, jetzt umgekehrte Stadtreihenfolge. Ich El Boletto auf der 1. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt muss er halt richtig Schub geben, aber das könnte halt wirklich knapp werden, ne? Weil beide wirklich auf fast gleichem Niveau sind. Ja, El Boletto meinte auch, er wäre teilweise schneller gewesen als er, hat sich aber nur nicht getraut, mehr ranzufahren. Man muss auch sagen, an den Stellen, wo er wirklich auch nah dran war, da kannst du nicht überholen. Das ist so gefährlich, da Ja. braucht Bert das nur nicht richtig einschätzen und schon sind beide Autos kaputt. Ja. Ja. Düse schreibt, Boletto ist doch ziemlich parallel zur Leitplanke eingeschlagen. Schaden an der Aufhängung könnte man doch noch verstehen. Motorschaden finde ich dann schon etwas krass vom Spiel. Ja, das hatte ich ja auch Wie? schon gerade direkt gesagt. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, er ist wirklich ziemlich parallel nur an der Leitplanke lang Ja, geschabt. aber jetzt muss es anders Unterschiede. sein. Der Motor liegt vorne. Na? Und wenn du jetzt eigentlich, du kriegst den Schlag voll aufs Rad drauf, dadurch schiebt sich ja die ganze Vorderachse, sprich das ganze Federbein, einfach mal nach einem Ticken nach rechts. Und dadurch kriegt der Motor an den Datscher. Also sprich, du weißt ja, die Antriebswelle schiebt ja voll in den Motor rein. Und dadurch hast du wahrscheinlich den Motorschaden, weil er das ganze Federbein von links nach rechts geschoben wird.
Und deswegen kriegst du wahrscheinlich den Motorschaden. Na, weil möglich es, ist es. Es hängt ja viel mehr zusammen. Es ist ja nicht nur rein der Motor an sich, sondern halt, du wirst ja die ganze Achsgeometrie und das Ganze, die ganzen, der Querlenker, die Feder, der Stoßdämpfer, was schon, die Lenkung, es hängt ja alles mit dran, dass du auch sagst, auch na, der Spurschlangenkopf, das ist ja alles mit dran. Und dass das, wenn es einen Ruck nach rechts macht, quasi, dass der Motor damit betroffen ist, weil ja die Bauteile in vielen zusammenhängen, also es hängt ja vieles zusammen. Na, und einfach mal einen Tick nach rechts macht, also schiebt er ja einen Tick nach rechts. Und deswegen kann das schon sein, dass der Motor dadurch einen Schaden abbekommt. So, Freunde, Kaltschalengetränk noch am Start. Wenn nicht, könnt ihr jetzt noch eins holen, wir fangen gleich wieder an. Und dann starten wir den zweiten Lauf des dritten Rennens am heutigen Abend des Magenpokals hier auf der Nordschleife. Ja, wenn du bereit bist, ich bin bereit. Können wir loslegen. Ich bin bereit, ich warte nur auf dich. Ja, Marco meint auch, es waren... alle warten auf mich. Genau. Marco auch, es war dort nicht anschaut. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, du musst aber auch mal sehen, die Kisten fahren ja... er ist ja mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit schon eingeschlagen, auch wenn er parallel war. Ja, ja. Du hast ja nicht vergessen, die Geschwindigkeit, was sie erfahren. So, in dem Fall Aboletto links im Weißen, GTR rechts unser Bert. Und ich bin gespannt, ob es da Elboletto noch mal rumreißen kann. Green, 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 hast du doch immer bei der Formel 1. Ja, genau. Elboletto kommt ein bisschen besser weg. Nicht viele bleibt, oder Lester? Oh, ja doch. Bert zieht schön zurück. Riskiert nicht gleich den Unfall. So, und jetzt muss Elboletto Jalla geben, wie man so immer schon sagt. Oder Gummi oder wie auch immer. Und muss halt das Gaspedal voll durchdrehen. So, ich gehe dann gleich mal auf den Bert, auf die Hauptmannsicht. Und dann schauen wir uns mal die Fahrweisen der beiden natürlich an. Ja, man sieht jetzt auch beim Lenkrad-Einschlag, also das siehst du ja nicht auf der Augenperspektive, in meinem Kanal kann man sehen, dass Bert das Lenkrad halt viel weicher einsteckt. Also man kann ja den deutlichen Unterschied erkennen zwischen Pad und Lenkrad. Kann viel weicher durch die Kurven fahren, besser rausbeschleunigen. Man sieht auch, er fährt jetzt auch, der Schumacher ist ganz sauber durch. Riskiert auch nicht zu viel, bleibt dran. Ja. Und ich schätze Bert so ein, dass er jetzt einfach mit Schild hinterher fährt. Er hat ja auch gerade noch mitgeteilt, dass er die Nordschleife nicht oft fährt und mit dem Danik. Und da wird er jetzt nicht zu viel riskieren, bleibt dahinter. Er weiß halt, er hat genug Abstand und ist halt das Auto jetzt nicht wegzuschmeißen. Ja. Ne, fährt wirklich saubere Linie, muss man schon sagen hier. Er hat ein bisschen früh gebremst, der Boletto. Kommt ein bisschen weiter raus. Nein, aber geht er vorbei? Geht er nicht vorbei? Nein, nein, das kannst du da nicht machen. Nee, nee, aber du siehst, du machst, du erzeugst da trotzdem künstlichen Druck noch, weil du stehst ja fast schon im Auspuff drin und Aboletto macht wieder den Fehler. Ja, das war jetzt wirklich Aufhängung, der Druck, Aufhängung von vorne links und wieder Stoßstange. Ja, das war Druck. Drucksituation. Das war Drucksituation. Jetzt kann er nur hoffen, wirklich. Ich reiße das Ding bald raus, ehrlich. Dass Bert den Fehler macht. Und er dann noch die Chance hat. Ich dachte, beides haben wir ähnliches nur, aber. Ja.
Ja, Das hast du. Problem ist jetzt, dass der Abkrieg nicht mehr so gegeben ist, dadurch, dass das Oh, der Gewicht fällt irgendwie nochmal knapp aus bei und uns jetzt nochmal ist frei ganz ist. vorbei. Ey, Bolotto, jetzt Motorschaden. Aufhängung links, rechts. Ach, Motorschaden. Motorschaden, Okay. jetzt ist ganz vorbei. Schade, Ja, schade, schade. schade. Also, aber ich bin auch wirklich sicher, dass beim Lenkrad hat das Ganze anders ausgesehen, weil ich bin selber schon mit dem Pad gefahren, mit dem GTR auf der Nordschleife. Und man kann es nicht vergleichen. Wo man Ja, fällt normalerweise mit aus. Vollspeed das Auto wirklich in die Kurve reinwirft, Ja. ist das mit dem Pad, geht Ja, natürlich sofort aber weg. das ist richtig, gebe ich dir schon recht. Aber die Drucksituation ist eine ganz andere. Du Das musst kommt ja es, noch dazu. das kommt dann noch zusätzlich dazu. Das ist ja nicht nur das Pad, weil du irgendwann weißt, du, wie du mit dem Pad fahren sollst. Das ist ja nicht das Thema. Nur diese Drucksituation, weil du musst unbedingt. Ja? Ja. Und ich denke mal, das Ja, ist das, ich weil gebe dir der im Kopf Endeffekt fängt recht, an. Ja. das Pad ist wirklich nicht entscheidend, auch die Nee. normalen Strecken mit in Anführungszeichen normalen Autos, Gruppe 3, Ja. Gruppe 4, aber Ja. die Gruppe 2 Autos lassen sich mit dem Pad deutlich schlechter fahren. Also gerade so bei Strecken mit engen Kurven kannst du es fast knicken. Bestimmt, glaube ich dir. Wie gesagt, es gibt aber auch wahnsinnig gute Pad-Fahrer, ne? Wie gesagt, aber wie gesagt, mit der Drucksituation musst du es umgehen können. Das. Na, auch dieses Hinterherfahren, vorausfahren, das liegt auch nicht unbedingt jedem. Aber wie gesagt, das war jetzt halt unglücklich, dass er zum ersten Mal eingeschlagen ist. Dann merkst du eben auf der Strecke, dass das Auto die ganze Zeit nach links will. Sowieso, ne? Und dann fährst du eine Situation vielleicht komisch an oder eine Kurve komisch an und dann verliest das Auto und dann ist sowieso vorbei. Schade natürlich, schade für El Boleto. Hat sich natürlich leider auch anders vorgestellt. Aber es das heißt ja nicht, dass er in der übernächsten Saison nicht wieder den Angriff wagt. Ja, also vom fahrerischen Talent her würde ich auf jeden Fall ihn auch wieder im nächsten Shootout sehen. Und wenn es da halt den richtigen Gegner dann gibt, dann hat er auch die besten Chancen, in die Pro League zu Natürlich. kommen. Ja, war halt jetzt unglücklich, dass halt jetzt gerade sein Lenkrad nicht alles da ist. Schade. Aber wie gesagt, man muss aber auch den Hut ziehen vom Werte, wo das wirklich gut macht. Der jetzt hier auch hier im Karussell ist, der wirklich sauber fährt, der keinen Fehler macht, muss man auch dazu dann gratulieren, wie gesagt, und dann wollen wir uns ihn auf der Pro League, ne? Ja, klar, vom Talent her, da gehört Bert auch auf jeden Fall mit in die Pro League rein. Also, ohne jetzt irgendwie impressive was Böses zu wollen, aber zum Beispiel war er natürlich eine klare Überraschung. Also, das Duell gestern, vorgestern, Narasch gegen Impressive, da war natürlich nicht ein ganz, so ganz extremes Gefälle zwischen den beiden, aber ich hätte auch schon vermutet, dass, man hat ja auch gesehen, die Bestzeit war 7 Minuten 30. Von Narasch, da hätte er normalerweise keine Chance gehabt, dran zu bleiben. Ja. Aber die Nordschleife ist halt für alle Überraschungen gut. Du, wie gesagt, musst nicht unbedingt der Schnelle sein, sondern musst halt konstant fahren. Und das ist halt allgemein in unserem Spiel hier auch egal, welche Liga du mitfährst. Konstanz hilft meistens mehr, wie wenn du 2 Sekunden mal schneller bist, aber dann einfach einen Fehler machst. Ne? Ärgerlich ist es trotzdem. Ja? Wie gesagt, es hätte ein richtig geiles Duell werden können. Aber es weiß er selber, er würde ja selber dann das Lenkrad beißen, wenn er aussteigt, wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, auch El Buleto hat Spaß in allen Definitiv. Ligen, egal wo er ist. Und er hat mir auch schon gesagt, dass die Termine von der Amateurliga ihm auch sogar besser passen im Terminkalender. Von daher ist es jetzt auch kein Weltuntergang, dass er es diesmal nicht geschafft hat. Oh, und Bert Huben auch auf dem Austritt, Habe falls du ich gerade noch nicht drauf bist. gesehen? Aber Motor läuft noch Ja, voll. hat aber einen Schaden. Hat einen Schaden vorne links und die Stoßstange ist beschädigt. Ja, auch da wieder eingeschlagen. Ach, das mit dieser Replay, ey. Tut mir leid, liebe Zuschauer, wegen der Replay, dass ich die ganze Zeit mal raus muss und dann spiele ich wieder rein, aber irgendwie will das nicht. Ja, aber er ist jetzt Ja, du im. bist häufig einer, der ist immer raus und rein, ne?
Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich drücke jedes Mal wieder, dass es quasi zurückgeht soll, aber nein. So, jetzt kommt er hier gleich auf Start und Ziel und wir gratulieren Bertuben hier für den Einzug in die Pro League. Ja, klasse Leistung. Ja, hat es auch jetzt ruhig angehen lassen mit 7 Minuten 50, also und dem her. Ja, und jetzt kommt quasi El Boletto erst auf die Döttinger Höhe. Kann es jetzt sogar angehen lassen. Naja, das noch ist ein paar Späßchen. Ja, aber impressive, das weiß man nicht. Vielleicht beißt er deswegen gerade ins Lenkrad, weil die Dachen nicht da sind. Ja? Und weiß es nicht. Ja, ist trotzdem schade. Die Fahrer haben uns doch gut unterhalten und die Kommentatoren auch einen tollen Job gemacht. Vielen Dank an die Kommentatoren und die Fahrer und Glückwunsch an die Sieger. Ja, Düse, vielen, vielen Dank. Die Kommentatoren, du hast dich gerade selbst gelobt, das habe ich mitbekommen. Aber hast du gut gemacht, muss ich auch sagen. Ja, danke, danke. Danke auch. Wie gesagt, ich dachte, es werden noch mehrere Kommentatoren, also wir werden ja noch mehrere Rennen übertragen hier. Aber vielen Dank für das nette Kompliment. Danke euch. Und schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr wieder uns zugesehen habt. Chris, wann findet das nächste Duell statt? Wenn ich mich nicht irre, ist das am 11. Der 11. Aber es wird auch wieder überall kundgetan, also auf allen Kanälen, wo wir nächsten Sonntag sind, kündige ich es wieder an, aber. Nächsten Sonntag. Ja. Genau. Nächsten Sonntag, genau. Genau wie es der Chris schon gesagt hat, am Magenpokal. Oder auf der Facebook-Seite vom Magenpokal und auf der Homepage vom Magenpokal findet ihr die ganzen Termine. Und ich stelle es bei mir auf Kost97 Gaming, ja, hier auf Facebook, auf meinem Discord-Kanal und auf Instagram wird es auch. Die ganzen Termine werden dann alle dort kundgetun. Zur Seite auch immer aktuell informiert, was mit dem Magenpokal ist und wann. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und von meiner Seite aus danke dir, Chris, für den unterhaltsamen Abend. Und Glückwunsch nochmal, müssen wir jetzt hier nochmal schreiben und unseren Belgier. Ja, ich danke dir auch, dass du mal wieder Zeit hattest und die Zeit genommen hast. Natürlich. Freut mich. Ja, na? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Ja, von meiner Seite aus, tausend, ich bin draußen. Schönen Sonntag noch. Tschüssi.